Ja, ich möchte jetzt zeigen, wie man unseren Kara programmieren kann, so richtig in eine Welt ein. Ich möchte, dass Kara hier weiter marschiert und sich dann hier bei diesem Baumstumpf nach links dreht. Und wenn er hier auf ein Kleeblatt kommt, soll unser Programm beendet sein. Ja, wie kann ich Kara unseren Automaten programmieren? Ich klicke hier auf Programmieren und bekomme hier ein leeres Fenster angezeigt. Und Kara soll ja als endlicher Automat immer in Zuständen programmiert werden. Und der erste Zustand, in dem Kara sich befindet, ist einmal, dass er laufen sollte. Ich gehe jetzt hier auf New, neuen Zustand erzeugen und wähle jetzt hier Laufen aus. Also ich tippe das hier ein. Welcher Sensor möchte ich? Er sollte schauen, ob sich gerade vor ihm ein Baum befindet. Das soll er mal erkennen können. Und wenn er sich auf einem Kleeblatt unter ihm befindet, dann soll er das Programm beenden. Also ich brauche im Prinzip jetzt hier nur diese zwei Sensoren. Und damit das Ganze beginnen kann, muss ich natürlich hier diesen ersten Zustand mit Start versehen. Also ich klicke her, das ist Startzustand. Ja, wenn er läuft, dann soll er immer einen Schritt nach vorne machen. Das soll er aber natürlich nur dann machen, wenn sich kein Baum vor ihm befindet, ja, und kein Kleeblatt sich unter ihm befindet. Wenn er sich dann vor einem Baum befindet, dann soll er sich nach links drehen. Also wenn Kara hier angelangt ist, soll er sich nach links drehen. Und dafür mache ich einen weiteren Zustand. Nenne diesen dann links drehen. Welche Sensoren braucht er da? Streng genommen könnte man zum Beispiel hier Baum vorne nehmen, weil in diesem Zustand befindet er sich ja dann noch davor. Und klicke jetzt hier und bestätige das. Muss jetzt schauen natürlich, wie er von diesem Zustand laufen dann in den Zustand links drehen übergehen kann. Ich gehe jetzt hier herein, bei Laufen, klicke jetzt hier herein und sage dann, wenn er sich vor einem Baum befindet, also jetzt im Gegensatz zu hier oben No, einfach halber sage ich hier auch No, soll er übergehen in den Zustand links drehen. Ich gehe jetzt hier rein und schauen wir das genau an. Wenn also Kara vor sich einen Baum sieht und er ist in dem Moment, dann, wenn er davor steht, dann soll er sich nach links drehen und wieder übergehen in den Zustand laufen, sodass er dann weiterlaufen. Ich muss mir überlegen, ob ich dann wirklich alle Dinge schon gemacht habe. Ich möchte natürlich, dass das Programm dann beendet wird, wenn er auf einem Kleeblatt steht. Ich gehe jetzt hierher. Wenn er sich nicht vor einem Baum befindet, aber sich schon vor einem Kleeblatt befindet, dann soll er übergehen in den Zustand Stopp. Ich muss mir überlegen, ob ich alle Möglichkeiten der Sensoren berücksichtigt habe. Wenn er hier zum Beispiel sich jetzt vor keinen Baum befindet, muss ich das jetzt noch nicht berücksichtigen. Gut, ich stelle mir hier die Geschwindigkeit auf langsam ein, dass Kara wirklich langsam marschiert und wir das hier mitverfolgen können. Und schauen wir, welche Fehlermeldungen auftauchen werden. Marschiert weiter, das heißt in diesem Zustand laufen, immer noch im Zustand laufen, weil die Sensoren haben noch nichts gemeldet. Ist jetzt hier beim Baum, geht dann hier herein, dreht sich um, geht wieder zurück und kommt dann in diesen Zustand Stopp, weil er ja hier dieses Kleeblatt gesehen hat. Du siehst also, dass es sehr einfach ist, Karas Automaten zu programmieren. Wichtig ist, dass du hier mehrere Zustände programmierst. Es muss immer ein Startzustand angegeben werden. Du musst angeben, wie er in den Stopp, also in den Endzustand kommt. Und du musst für jeden Sensor als Möglichkeit, in die der Kara kommen könnte, musst du hier eine Lösungsmöglichkeit dann anbieten. Und damit haben wir in einer einfachsten Form Karas Automaten programmiert.